kurz, wir sind auf der CeBIT in Hannover mit dem Michael von Rocket und gucken uns eine neue Maus an. Und ausnahmsweise ist es mal nicht so für den Riesengeldbeutel eine Maus, sondern etwas weiter unten angesiedelt. Michael, was kann denn die neue Maus? Erzähl mal. Moritz, erstmal hi. Die neue Maus, Rocket Sabu, Midsize Hybrid Gaming Maus. Wir haben uns als Vorlage genommen, sage ich mal, das Cone Shape, weil gesagt haben, viele Kunden haben gesagt, Mensch, ich würde mir gerne die Cone holen, aber die ist mir einen Tick weit zu groß. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen eine Maus machen im mittleren Preissegment, aber auch mit einem Shape in der mittleren Größe, sprich eine Midsize-Maus. Wir haben uns als Vorlage das Cone-Shape genommen quasi hier. Man sieht die Daumenablage auch. Wir haben das Cone-Shape auf 91% runterskaliert, sodass wir, sage ich mal, eine Maus haben mit einem Shape eigentlich der Cone Plus, was ja auch eine relativ erfolgreiche Maus ist, haben leichte Änderungen nur auf der rechten Seite vorgenommen und ja, so sieht sie aus. Alles klar. Man sieht, ihr habt hier an der Seite neues Material verwendet. Das fühlt sich jetzt ein bisschen an hier wie Schleifpapier. Kannst du dazu was sagen? Genau, wir haben eine sogenannte No-Sweat-Seitenflächen verbaut. Wir hatten sonst gummierte Seitenflächen. Aber wir haben ein Feedback gekriegt und auch selber teilweise festgestellt, dass man ab und zu mal schweißige Hände bekommt. Deswegen haben wir gesagt, wenn du schweißige Hände kriegst, verlierst du natürlich auch Kontrolle und den Grip. Deswegen haben wir ein neues Material quasi entdeckt und haben das jetzt hier quasi verbaut, diese sogenannten No-Sweat-Seitenflächen. So hast du wirklich mehr Grip. Es fühlt sich natürlich auch ein bisschen griffiger an, du hast es gerade schon gesagt. Und das bedeutet natürlich mehr Grip, gleich mehr Kontrolle und dadurch die neuen Seiten. Okay. Beleuchtung ist auch wieder mit an Bord? Genau, Beleuchtung ist auch wieder mit dabei. Erstmals in dem Rocket-Produkt 16,8 Millionen Farben, was eigentlich auch, sage ich mal, für die mittlere Preisrange bisher noch nicht, die gibt es bisher noch nicht. Da ist man bisher im Single-Color unterwegs, weil die Multicolor-Geschichten sind natürlich für die Flagship-Produkte oben aufgehoben werden. Und natürlich die LEDs, wenn man rundum vier LEDs baut, das Ganze relativ teuer wird. Wir haben hier eine LED verbaut und man sieht ganz deutlich, wie eine LED doch ein gleichbleibendes Licht macht, weil das so ein neues lichtlenkendes Material ist. Und ja, die haben wir quasi auch ein Lichtsystem in diesem Haus mit verbaut. Und was steckt für ein Sensor drin? Sensor steckt drin, ein 4000 dpi-Sensor von Avago. Das sind so die Marktführer in dem Bereich. Wir haben uns mit den Jungs zusammengesetzt. Der Cap im optischen Bereich war bisher bei 3500 dpi und wir haben den jetzt auf 4000 quasi nochmal nach oben geschraubt. Das sind, was man dabei sagen muss, das sind echte 4000 dpi. Das ist nicht interpoliert, oder wie das schöne neuere Wort heißt, overclocked. Ja. Also sprich True Gaming, echte dpi. Aha. Und eine Menge Performance. Alles klar. Knackpunkt, was kostet der Spaß? Knackpunkt kostet 59,99. Aha. Kommt Anfang Mai raus. Und ihr werdet ein Muster wahrscheinlich schon kriegen, frühzeitig, ein bisschen eher. Alles also klar. Sprich, ihr werdet den Leuten das sicherlich Anfang April vorstellen. Machen wir gerne. Super, auf danke jeden Fall. Dir. Ja.